Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Der Commander ist natürlich wieder für euch am Start. Genau. So, wir haben die Einzelhaftzellen fertig. Der Ding, die Dusche ist komplett fertig. Die nächsten Zellen werde ich dann morgen machen, wenn ich dann wieder einen Zuschuss kriege. Also den Häftlingseinschuss, Anschluss zu Dings hier. Ich muss die Betten vorbereiten. Die Betten vorbereiten, ich bin auch so doof. Den Arzt Dings da vorbereiten. Also die Krankenstation vorbereiten. Damit ich hier meine 10.000 abgreifen kann. Und natürlich, ja. Muss ich dann, auch noch ein bisschen erweitern. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Der Shit. I think schon. Die Psychologie wird dann auch gemacht. Dann kann ich dann morgen den Psychologen einstellen. Will ich auch morgen dann die Regeln verändern. Na, die sind noch sehr brav alle miteinander. Aber das kommt noch, Leute. Das kommt noch. Das kommt noch. Denn wir sind brav. Das kennen wir schon aus anderen Dingern. Vor allem, wenn wir die dann erstmal arbeiten müssen. Oh, wow, 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 wow. Da lachen die nicht mehr, wenn sie dann den ganzen Tag arbeiten. Nur die Sicherheitszentrale mache ich hier. Dann mache ich hier noch die Waffenkammer. Also später halt die Waffenkammer hier, aber dann hier die Sicherheitszentrale. Ja, die ist dann direkt da daneben. Wenn da hier einen Aufstand gibt, dann könnt ihr rübergehen, den so richtig so pst, mitgeben, ne? Ihr wisst schon. Gefängnisding und Ausbildung kommt dann danach. Das ist ja dann so der nächste Schritt. Ja, dann habe ich hier wieder Kohle. Kann ich mir 15.000 habe ich dann wieder auf Kasse. Dann werden wir dann das nächste angehen. Die Gefängnisarbeit. Wir hätten einen großen Komplex angehen. Hier wollten wir das angehen. Hier. Da machen wir das. Dann kommt ja der neue Zellenblock hin. Na, kommt schon. Dann bauen wir die mit dem Geld dann noch ein Büro für den Ding, für den Sicherheitschef. Der kommt ja dann auch noch. Und für den Rechtsanwalt braucht dann auch noch ein Ding. Büro.
Ja, dann erhöhe ich nochmal, weil dann haben wir über 30 Gefangene hier. Wir brauchen wir definitiv Videoüberwachung. Weil vor allem da in dem Zellenblock oder in der Dusche kommt es ja sehr leicht zu Reibereien. Vor allem wenn der Ding, wenn wir dann die Arbeit anfangen wollen, dann klauen die ja wie die Raben in dem Ding. Aber dann erweitere ich auch meine Zellen schmarrn darunter. Hier einen Weg durch und dann können wir hier noch so ein Postzentrum und die Bücherei machen wir dann auch irgendwo noch hin, weil dann können die da arbeiten. Weil das finde ich auch immer einen sehr beliebten Arbeitsplatz, die Bücherei. Weil da kannst du einen riesigen Raum reinzimmern, da kannst du die größte Bibliothek der Welt nachbilden und dann arbeiten halt, was ich da, 5 Leute drin. Also die werden der Arbeitszeit dann beschäftigt und machen keine Scheiße. Und du kannst halt konzentrieren, wo gelaufen wird und wenn irgendwas geschmuggelt wird, kannst du gucken, dass es unterbunden wird. Auch eine wichtige Geschichte. Weil später, wenn ihr dann diese Dinge habt, diese Informationen habt, könnt ihr die Schmuggelrouten ja sehen. Die müsst ihr immer und unbedingt unterbinden. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, der Psychologe ist gleich am Start. Gefängnisregeln auch. Die Gefängnisregeln dürften gleichzeitig fertig werden. Dann machen wir dann erstmal Patrouillen und Hunde. Also schauen wir mal, Einsatz, dass sie den dann schnell durchhauen. Mit den die Informationen müssen her. Ne, genau, Angebot und Nachfrage. Patrouillen müssen dann auch her. Ja, die Hunde, weil die können ja dann anderes Zeug wieder schnüffeln. Die Fernsteuerung, die können wir noch ein bisschen lassen. Und mein Gott, dann, wenn dann halt Ding Gefängnisarbeit anfängt, dann müssten wir dringend auch die Waffenkammer und die Panzerwesten und Taser, Panzerwesten und Taser dann ausgeben, weil dann können auch schwere, sag mal, Waffen produziert werden. Und, wir wollen ja nicht unsere Leute hier gefährden. Also mit dem Grundstein, da hier noch unten Platz ist, haben wir ja sowieso gelegt. Das, die Einzelzellen können riesig werden. Kein Problem. Schauen wir mal hier schnell vor. Wie die nicht so ewig warten müssen. Weil ich will euch auch ein bisschen noch erklären, weil ich glaube, ich habe es auch damals erklärt, aber gut. Das lieber zweimal als einmal. Wow!
Okay. Also. Dann, halt ein bisschen was anderes. Ah, die zwei Ärzte können wir jetzt mal. Dann der Psychologe in seinem Büro. So, 10.000 haben wir jetzt. Dann gibt es erstmal hier Erweiterung. Vier neue Wachen. Krankenbett, weil jetzt gibt's jetzt gibt's wahrscheinlich ein paar doch ein paar Verletzte. Oh, da ein paar mehr, so. Schön. So. Die neuen. Wahrscheinlich. Ey, wo sind die Gefängnisregeln, Alter? Ah, 24. Verdammte Scheiße. So, Zuschüsse. Besucherrecht, ah, der Besucherrecht ist gerade in Auftrag. Okay. Besucherraum. Vergesse es immer wieder. Metalldetektor hier. So, bam. Genau. Schön in die beschissene Ding rein. So, Zuschüsse. Sicherheitszertifikat. Fernseher draußen, ne? So. Jawohl, ab in die verfickte Einzelhaft. So. Stopp. Regeln. Also. Ja, eigentlich alles. So, Zerstörung. Einschließen für, was ich. 4, 5 Stunden. Ausbruchsversuch, Einzelhaft. Schmort er da den ganzen Tag einfach mal? Nur sich so 18 Stunden. Da weiß, was er. Gefangene angreifen natürlich auch Einzelhaft. Für einen halben Tag. So, nehmen wir mal 7 Stunden. Personal angreifen, auch Einzelhaft. Damit es noch härter bestraft ist. 12 Stunden. Schwere Verletzungen, Sicherheit hoch. Mal einen ganzen Tag mal rein. Nehmen wir einen, ja doch, mal einen ganzen Tag Berauschung. Einschließen. Da, dann gammelt der halt hier, da 12 Stunden seine ein Dingsing-Zelle hier.
Mord gibt es gleich mal 1,5 Tage. Das ist ein halber Tag 12, ne? Das sind dann 36 Stunden. Waffenbesitz, Einzelhaft. 12 Stunden. Werkzeugbesitz, einschließen. 12 Stunden. Drogenbesitz, Einzelhaft. 9 Stunden. Was wollen denn die, Mann? Einen Fernseher, das gibt's denn hier? Oder zählt das auch als Fernseher? Komm, gib mir endlich die scheiß Dinger, Mann. Oh, die Kohle. Ja, ihr Pfeifen. Fernseher, dann kriegt halt dieser Scheißding 2 Fernseher. Jetzt kommt schon, wo ist dieser beschissene Fernseher? Fernseher hier. Ah so, jawohl. Ihr Mizzets, Alter, was sind das alles für Bastarde, Mann? Haben wir wieder einen krassen Knast. Also meine lieben Freunde, das war's wieder für die Folge. Ja, erster Aufstand abgewandt. Die ganzen Penner sind alle jetzt bestraft worden. Ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht sowieso schon nicht habt. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.